Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich auch auf den Text des Antrages der AfD beziehen, der ja daherkommt, ich sage mal, wenn man ihn unvoreingenommen sich anschaut, es wird ja die Sorge zum Ausdruck gebracht, dass in bestimmten Bereichen, zum Beispiel diesem QE-Programm der Europäischen Zentralbank, Rechtsbruch bzw. die Verträge nicht eingehalten werden und, die deutsche Verfassung nicht eingehalten wird. Ich werde Ihnen nachweisen, in den wenigen Minuten, die ich habe, dass das überhaupt nicht Ihr Anliegen ist. Denn sonst hätten Sie den Antrag anders formuliert und Sie hätten ihn anders begründet. Sie unterstellen in Ihrem Antrag, dass es überhaupt keine höchstrichterliche Rechtschreibung zu Ankaufprogrammen der Europäischen Zentralbank gibt. Das ist aber nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob Sie es nur nicht wissen. Ich vermute, Sie nennen es bewusst nicht. Und zwar muss ich da ein bisschen ausgreifen. Es ist im Jahr 2012 gewesen, da hat die Europäische Zentralbank in der höchsten, kritischsten Situation der Eurokrise ein Programm veröffentlicht, das sogenannte OMT-Programm, womit es angekündigt hat, dass es unmittelbar Staatsanleihen von einem Euroland kaufen wird, wenn es unter massiver einzelner Spekulation gegen ein Euroland geht. Dieses OMT-Programm ist vom Bundesverfassungsgericht aufgegriffen worden, beklagt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat einen hochkritischen Vorlagebeschluss an den Europäischen Gerichtshof gegeben. Der Europäische Gerichtshof hat letztinstanzlich als der zuständige Gerichtshof entschieden, Anleihenkäufe der EZB sind unter besonderen Bedingungen eingeschränkt möglich. Daraufhin hat das Verfassungsgericht im Jahr 2016 festgestellt, dass es sowohl europarechtlich, vertragsrechtlich möglich ist, als auch nach dem deutschen Grundgesetz. Das heißt, wir haben eine eindeutige Rechtsprechung, dass es möglich ist. Ich rede ja noch nicht davon, ob das jetzt richtig oder gut ist, politisch zu bewerten. Es ist möglich. In Ihrem Antrag gehen Sie aber sehr stark auf die QE-Aufkaufprogramme der EZB ein. In der Tat, sie sind nicht völlig identisch mit dem OMT-Programm, obwohl es ein Anleihenkaufprogramm ist. Gerade was auch die Masse der Ankäufe betrifft, immerhin sind wir da schon in Größenordnung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, die sehr groß sind. Aber auch hier verschweigen Sie, dass es längst ein Verfahren gibt dazu. Das heißt, die Europäische Rechtsunion funktioniert. Auch hier hat das Bundesverfassungsgericht vor wenigen Monaten einen Vorlagebeschluss an den Europäischen Gerichtshof gegeben. Es ist so, dass auch das Bundesverfassungsgericht hier kritische Anmerkungen hat. Zu Recht, das ist die dritte Instanz, die können das so machen. Und wir werden in überschaubarer Zeit auch hier eine klare Rechtsprechung EuGH und Bundesverfassungsgericht haben. Das heißt, das, was Sie hier fordern, findet längst statt. Warum fordern wir Sie eigentlich, dass die Bundesregierung zusätzlich noch klagen soll? Ihr Ziel besteht doch ausschließlich darin, dass Sie versuchen, Menschen, die besorgt sind, das verstehe ich, die beunruhigt sind, ob der Euro-Rettungspolitik und den vielen 100 Milliarden Summen, die hier im Raum stehen, dass Sie die in Panik versetzt, in der Hoffnung, billig Stimmen zu bekommen und Stimmung für Ihre Politik gegen Europa, gegen Deutschland, gegen das Bundesverfassungsgericht und gegen den Europäischen Gerichtshof zu machen. Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Danke. Für die SPD-Fraktion spricht nun Christian Petri.